Meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht es, wie ihr in der Überschrift schon gelesen habt, über Babyboxen. Babygeschenke, die man vor der Geburt geschenkt bekommt von Firmen. Ich habe mich jetzt bei Butni angemeldet, bei DM, bei Rossmann und bei Babyservice. Bei Hip glaube ich auch, da kam aber noch nichts. Aber was schon ankam in dieser Zeit, wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Ja, ich habe mich bei Butni angemeldet. Das kann man entweder in der Filiale selber machen oder eben online. Das geht super einfach. Da muss man einfach ein paar Daten eingeben und dann ist man angemeldet. Dann bekommt man eine E-Mail mit dem Begrüßungsgeschenk. Das sieht so aus. Dann bekommt man eben diesen kleinen Beutel. Gleichzeitig wird eine neue Kundenkarte angelegt bei Butni, damit man Rabattcodes und so sammeln kann für das Kind. Also es ist extra so eine Kinder-Butni-Karte sozusagen. Also eine extra neue Karte eben nur für diesen Baby-Club. Das hier ist der kleine YouTube-Beutel von Butni. So sieht es aus. Wer Butni nicht kennt, das ist auch eine Drogerie hier bei uns oben im Norden. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze mal aus. Ich war davon jetzt nicht so begeistert. Meine Schwester auch nicht, als wir es ausgepackt haben. Aber es sind schon ganz coole Sachen dabei. Das erste ist so eine Bodylotion. So ein Pröbchen. Dann haben wir Halstabletten. Warum auch immer. Aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Dann haben wir ein Pröbchen von den Water Wipes. Und zwar diesen Feuchttücher mit 99,9% Wasser. Die wollte ich sowieso mal ausprobieren. Und die sind ja so ultra beliebt überall. Und deswegen probieren wir die einfach mal aus, wenn es dann soweit ist. Aber auf jeden Fall so eine kleine Probepackung. 10 Tücher sind da auch nur drin. Und dies fühlt sich jetzt schon super nass an irgendwie. Also es ist wirklich sehr nass. So, dann haben wir natürlich ein bisschen Zettelkram. Einmal hier so ein Ding. Und hinten steht eben drauf, wie das alles funktioniert. Dann haben wir ein Seidenmousse Pflegedusche von Nivea in so einer Probe. Wollte ich eh mal ausprobieren, da bin ich auch echt mal überrascht. Also auf jeden Fall was für die Mama dann. Dann haben wir noch etwas für die Mama. Und zwar eine Body Milk. In so einer ganz kleinen Probetüte. So, dann haben wir hier einmal so einen kleinen, so ein kleines Ding. Das kann man abscannen, dann kriegt man 3 Fachpunkte auf die Butni-Karte. Und dann haben wir ein Holzspielzeug. Das fand ich richtig, richtig cool. Also so ein kleines Holzspielzeug. Das ist so ein Greifring, würde ich sagen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Armreif oder so. Genau, das war da auch mit drin. Ne? Der Babyclub heißt übrigens Mein Baby, steht hier oben drauf. So sieht das Ganze aus, das Logo und so. Und da war eben so ein kleines Holzspielzeug dabei. Mit dieser Ente, dem, ja, mit dem Logo sozusagen, mit dem Tierchen von dem Babyclub, diese kleine Ente hier. Ja, und das war's noch schon. Das war der Butni-Sack, sage ich mal. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Babyservice. Also, bei Babyservice gab es jetzt nur das hier, einen kleinen Umschlag. Und da ist eigentlich nur Papierkram drin. Ich hole das mal alles raus. So. Und da ist hier ein Buch, Deine ersten 1000 Tage. Das habe ich mir auch schon angeguckt, das ist wirklich richtig schön. Da kann man eben die Schwangerschaft eintragen. Also hier zum Beispiel, wie hat es der Papa erfahren, kann man da reinschreiben. Oder Lieblingsessen von Mama und Papa. Dann kann man auch den Bauchumfang in so einer Tabelle eintragen. Hier, damit man eben sieht, wie sich das so verändert in der Zeit. Also echt ein richtig schönes Buch. Wir haben allerdings schon so ein Babybuch und deswegen haben wir das jetzt noch nicht benutzt. Aber ich glaube, ich werde das auf jeden Fall benutzen, weil ich finde, da sind wirklich schöne Ideen drin. Und genau, das Ganze ist eben von Nestle, dieser Babyservice. Aber da könnt ihr euch auch einfach anmelden im Internet. Das ist auch alles super einfach beschrieben. Dann haben wir hier einen Ratgeber über Essen in der Schwangerschaft und so.
über bestimmte Allergien und was nicht alles, was man nicht alles in der Schwangerschaft bekommen kann, entwickeln kann. So, dann haben wir, okay, also ein Zettel für zum Beispiel eine Freundin, wenn die Freundin auch schwanger ist, dass man das empfehlen kann. Und dann einfach, ja, der ganz normale Zettel, wo eben alles draufsteht. Der Hallo, herzlich willkommen im Club-Zettel. Genau, das war bei Babyservice. Ich kann euch mal zeigen, was da noch alles kommen sollte. Also, so ein Stillmerker gibt es hier zum Beispiel. So ein Stillmerker und halt sonstigen Kram. Aber ich glaube, viel kommt da nicht. Das meiste ist eher Werbung. Aber genau, ich habe mich da einfach mal angemeldet. Jetzt kommen wir zu DM. Bei DM, da war ich ein bisschen überrascht auch. Ich habe mir die App geholt und mich sozusagen über die App angemeldet. Und da gibt es dann dieses kleine Säckchen hier. Finde ich schon mal super süß. Mit diesem Grau und diesen weißen Punkten. Und da drinnen finden wir erstmal Zettelkram, natürlich. Einmal in so einem Umschlag, das habe ich schon rausgeholt hier. Auch hier die ersten 1000 Tage. Habe ich mir auch schon komplett angeguckt. Sind einfach ein Schwangerschaftsratgeber. Also was wann passiert, in welcher Woche und was man wann zu erwarten hat. Und so etwas habe ich mir auch schon angeguckt. Und dann hatten wir dabei einen Stillschal. Finde ich super und funktioniert auch, denke ich, ganz gut. Ich habe das schon bei YouTube gesehen, bei einigen Mamis. Und zwar ist der von Alana, also von der Eigenmarke von DM. Und der hat eben den gleichen Stoff wie der Beutel. Und dann kann man, der ist wirklich echt riesig, kann man den entweder als ganz normalen Schal benutzen oder man wirft ihn sich so um und dann kann man eben stillen, ohne dass irgendjemand etwas sieht. Genau, den gab es bei DM und mehr gab es da noch nicht. Ich glaube, da gibt es bei der Geburt noch so ein kleines Köfferchen oder so. Aber sonst gab es da jetzt noch nichts. Außer sehr viele Coupons in der App. Dann haben wir uns bei Rossmann angemeldet und ich glaube, jede Schwangere meldet sich bei Rossmann an und bekommt dieses Willkommensgeschenk. Und genau, das habe ich auch über die App gemacht. Und diesen Coupon bekommt man dann eben per E-Mail, dann kann man das hier abholen. Genauso wie nachher das Geburtsgeschenk. So, das war wirklich die tollste Tasche, finde ich. Ist wirklich erstmal eine super Tasche, die man auch später super verwenden kann. Das ist nämlich eine Couture-Tasche. Zeige ich euch gleich aber nochmal genau. Hier ist einmal der Esel drauf. Das ist ja das typische Maskottchen von Rossmann. Und dann können wir das Ganze mal aufmachen. So, und dann haben wir hier eben so eine Couture-Tasche, sogar mit so einem kleinen Henkel. Also die könnt ihr wirklich später benutzen, wenn das Kind sogar auf der Welt ist, sozusagen. So, dann haben wir hier erstmal diesen Einblick. Und zwar haben wir hier ein Pröbchen von Garnier. Ganz viele Pröbchen sind da immer drin. Dann haben wir einen Schnuller von Avent, finde ich super cool. So ein Schnullerchen in Blau. Dann haben wir milde Reinigungstücher, auch so eine Probepackung. Finde ich aber auch gar nicht so schlecht. Dann haben wir wieder ein Pröbchen von Garnier. So eine kleine Creme anscheinend. Und dann haben wir nochmal Feuchttücher von Hip. Die sollen ja auch richtig gut sein. Und da gab es eben so eine ganz kleine Packung. Dann ganz richtig cool Stilleinlagen von Lansino. Oder Lansino, glaube ich, heißen die. Genau, und die sollen ja richtig toll sein. Jede Schwangere oder jede YouTuberin sagt, diese Stilleinlagen. Ich bin da immer für die ganz normalen von Budni oder DM, also die einfach die von Babylove zum Beispiel, die ganz einfachen, günstigen. Diese kosten hier, glaube ich, 2,50 € im 20er-Paket und sind damit ziemlich teuer. Und jetzt wollte ich die einfach mal testen. Klar, das kann ich erst, wenn ich Milch habe. Aber ich wollte die unbedingt testen und das finde ich jetzt super, dass hier zwei Stück sind hier drin. Die sind extra eingepackt hier in so Plastik noch und finde ich wirklich sehr gut.
dass man die dann sozusagen einmal testen kann. So, dann haben wir noch eine Slip-Einlage von Always. Extra so für die Schwangerschaft anscheinend. Eine Schwangerschaftsslip-Einlage. Dann haben wir auch hier wieder ganz, ganz viel Zettelkram. Einmal dieses Buch, das ist schon ein Buch, kein Zettel mehr. Finde ich wirklich richtig toll. Da ist halt wieder auch alles drin, was in welcher Woche passiert, was man beachten muss und bla bla bla. Habe ich mir komplett durchgelesen und finde ich wirklich richtig gut. Auch so ein Schwangerschaftsratgeber finde ich wirklich sehr schön. So, dann haben wir hier noch mehr Zettelkram. Einmal natürlich passend zum Schnuller die Werbung von Avent. Kann man sich auch immer angucken. Dann, oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Passend zum Stillanlagen die Werbung von Lansino. Und dann natürlich ein Couponheft. Das finde ich bei Rossmann immer richtig klasse. Da kann man wirklich bares Geld sparen. Und zwar bekommt man immer so ein Heftchen und da sind wirklich richtig gute Rabatte drin. Erst recht auf Windeln oder auf hier Stilleinlagen 30 Cent und die kosten nicht mal 1 Euro, glaube ich. Das ist halt schon wirklich richtig gut. Brustwarzensalbe 30 Cent Rabatt. Still-BH 1,50 Rabatt. Also das ist wirklich top. Die sind noch bis zum Ende des Jahres gültig hier bei mir. Hier sind die Windeln. Dieses Paket kostet, glaube ich, 4 Euro. Hier kann man einfach mal die Hälfte sparen. Also das ist wirklich, wirklich top. Da werden wir auch auf jeden Fall zuschlagen vor Ende des Jahres. Hier auch nochmal die Feuchttücher von Penaten. Kann man auch 1 Euro sparen. Also ich finde es wirklich richtig gut. Bei der Geburt gibt es dann noch eins, das ist doppelt so groß. Und jetzt gab es eben erstmal so ein kleines, wie gesagt, bis zum Ende des Jahres haltbar. Und ich denke, das schaffen wir auch nochmal, da einkaufen zu gehen. So, dann haben wir hier noch einmal eine kleine versteckte Pflegelotion von Baby Dream, die Eigenmarke, zum Probieren. Und dann haben wir von Sebamed eine kleine Creme. So eine Probepackung. Ja. Und dann ist das Köpfchen auch schon leer. Hier ist nur noch so ein Papier drin, so eine Abtrennung. Aber wie gesagt, finde ich die Tasche an sich wirklich toll. Hier kann man hinten einfach noch ganz viel reintun. Sind ganz viele Taschen drin. Und ich finde die wirklich richtig gut. Da hat Rossmann sich auch mal Gedanken gemacht. So, und dann war es auch. Das war alles, was wir bis jetzt bekommen haben, wo wir uns angemeldet haben. Bei HIP, wie gesagt, habe ich mich auch angemeldet, aber da kam noch nichts. Die haben mir eine E-Mail geschrieben, dass da, dass es auf dem Weg ist. Bei Abdamil habe ich mich auch angemeldet, das heißt Abdawelt. Da gab es ein ganz viel Zettelkram und ein kleines Kuscheltier. Ich habe das aber einfach nicht auffinden können. Ich hätte das gerne gezeigt, aber wie gesagt, da haben wir uns auch angemeldet. Und da gibt es auch direkt was. Das ist einfach so ein kleines Kuscheltuch, Schmusetuch und eben ganz viel Zettelkram. Ja, und das war's auch, denke ich. Ich denke, ich mache ein Video wieder, wenn dann das Baby da ist und wir die anderen Geschenke alle bekommen. Da bin ich ja wirklich sehr gespannt. Also vieles muss man selber abholen, zum Beispiel bei Rossmann und bei DM muss man das selber abholen. Und der Rest kommt ja immer mal wieder per Post. Ich werde es auf jeden Fall alles sammeln, alles auf einen Haufen schmeißen und dann ein Video für euch abdrehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt mir gerne schreiben in die Kommentare, ob ihr euch auch irgendwo angemeldet habt, ob ihr da auch schon irgendwas bekommen habt oder ab wann es irgendwas gab. Also vielleicht habe ich auch irgendwelche Firmen vergessen, wo ich mich angemeldet habe. Ich habe eigentlich im Internet sehr gut geschaut und mich da überall angemeldet, wo es irgendwie ging. Ja, und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!